Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier in der schönen Kirche. Und jetzt wollte ich euch einfach mal meinen Einkauf zeigen. Hier komme ich an mit meinem Fahrrad. Und da habe ich schon meine ganzen Sachen drin. Einfach rausholen. Die ganzen Dosen. Einkauf wie früher. Und dann mache ich noch das Display weg. Und dann nimmt das Fahrrad keiner mit. Mach noch zu. Ja, jetzt geht's zum Einkaufen. Der ist gleich hier drüben, mitten in der Innenstadt. In der Morgensonne. Bis gleich. Hier ist also der Unverpacktladen. Alles regional. Oder so ziemlich, ja, wie es halt geht. Als erstes wiegt mal die Dosen ab. Also ich habe ja meine schon. Wer neu ist oder neue Dosen hat oder Gläser, hier leer abwiegen und dann Pepper drauf oder mit Filz draufschreiben. Okay, da eigentlich ganz einfach. Also nach mit Deckel, dann liest man es ab und schreibt es drauf. Ganz easy. Und dann hat man ein Mehrwegbehältnis. Und da kann man dann einzelne Sachen einfüllen. In meinem Fall ist halt noch übriges Plastik. Dann nimmt man Gretten ganz normal und geht los. So, hier gibt es also verschiedene Gläser. Entweder umsonst vom Kunden, vom Kunden. Also man hat ja so viele alte, die kann man mitbringen. Oder einfach benutzte. Und hier kann man neue kaufen. Wenn man wirklich noch keine hat. Säcke, alle möglichen Transportmittel. Und dann geht's schon los. Kaffee. Ja, es gibt alles Mögliche. Und das kann man dann rausholen. Frisches ist natürlich ganz normal. Obst, Gemüse. Unverpackt sowieso. Wobei heutzutage, ja. Gibt's ja Salat im Plastik. So, jetzt ist es ruhiger. Ich tone das nach, weil das sind dann Kinder, wo rumschreien und so. Also es gibt auch Gläsersachen und der Rest ist hier so verpackt. Das sind Datteln oder so, getrocknete Früchte. Kann man selber holen, ins Ding reintun. Also ganz easy. Das kann eigentlich jeder. Aber sie haben mittlerweile etwas umgebaut. Hier die ganzen klar ist das auch Kunststoff, aber das benutzt ja jeder. Und nicht jeder eine Packung. Dann Backsachen sind auch so. Oder ja, Pudding. Da kann ich dann auch mit so einer Schaufel rein. Süßes kann man auch greifen mit so einer Zange. Lecker, aber viel Zucker. Dann gibt es noch Alternative, ja, alles Mögliche fürs Bad. Hier zum Reinigen, Duftsachen, Deo, auch Barrendeo, also gut fürs Fliegen oder gut einfach fürs Transport und ergiebig. Feste Seife ist viel besser wie die flüssige. Ja, und Frauensachen. Und ja, das sind auf der anderen Seite dann die Gewürze. Oder Teesachen, aber ich glaube, das sind die Gewürze. Ja, und dann die, ich glaube, die sind glutenfrei, also auch so Sachen in Nudelform dann. Ja, und Waschen, da habe ich mir auch schon abgefüllt. Riecht auch gut, Lavendel gibt es und so. Und Spülmittel und die ganzen Mittel zum Reinigen kann man sich einfach in die Flasche in irgendwas, brauchen wir nicht immer jedes Mal das Ding kaufen. Ja, sonst Marmelade, auch regional hergestellt, viel. Ja, und Soßen, je nachdem. Gemüse gibt es frisch. Und ja, nochmal Süßigkeiten,
verschiedene alkoholische Getränke, so Mix, also wer das mag. Dann vom Bäcker oder von dem, ja, weiß nicht, vom Burger oder von dem auch lokal. Das machen sie sogar selber, da haben sie jetzt so Nussmilchen. Und dann kommen ein paar tierische Sachen, also Joghurt haben sie auch noch, Heumilch, ja. Auch aus der Region und gut. Ja, und dann noch Zubehör. Also man kriegt für alles, was man wirklich braucht, gibt es Alternativen mittlerweile. Viel gutes Holz und ja, nachhaltiges Angebot. Auch hier, ja, viel Holzsachen nachwachsend. Alles ohne Kunststoff und das schreibt er dann auch nicht weg. Den Mikroplastik und das Zeug, wo du da rumrührst und überall bleibst ja mal hängen. Man sieht ja, wie das Zeug nachher aussieht. Alles hat Kratzer. Und dann habe ich lieber einen Holzkratzer wie im Plastik, weil das Plastik ist dann irgendwo. Dann esse ich lieber ein abgekratztes Holz mit wie ein Plastik. Gut, Käse hat es noch ein bisschen so Umverpackungen noch, aber das kriegst du auch offen. Ja, und sonst alles Mögliche. Brot noch, hier so eine Eis-Ecke haben sie. Ja. Hülsenfrüchte, also man kriegt wirklich so gut wie alles. Und so sieht es dann aus. Die Tasche, ja, mit dem Einkauf drin. Je nachdem, wie voll es natürlich ist, wie viel man einkauft, ist die nicht voller oder muss es dann auf zwei Taschen aufteilen und links und rechts, dann habe ich dann voll. Jetzt ist es halt hier so in eine reingegangen. Ansonsten, ja, tut man es halt aufteilen. Das hier ist noch der Markt, weil es gibt ja nicht nur unverpackt, es gibt ja Märkte, also jede Stadt, auch unsere hier, die nicht die größte ist, kann man einfach frisch und offen einkaufen, wie früher ja auch. Es ist ja der normale Gang eigentlich. Nicht irgendwo hin auf dem Parkplatz stehen und da beim Supermarkt da holen. Das Zeug ist hier am frischesten. Also die bringen das mit, denke ich mal, vom Großmarkt und halt eigene Sachen vieles, je nach Saison. Ja, und vor allem im Sommer ist das schön, da einzukaufen. Mal ein bisschen rauszukommen. Morgens ist dann auch wenig los. Gut, je nachdem auch. Unter der Woche gibt es den ja. Oder samstags. Ja, dann bin ich noch beim Schuhladen vorbei. Ich brauche die Sandalen. Und die waren so offen, porig. Dann habe ich da noch welche mit. Das sind Barfußschuhe. Also man spürt viel mehr. Individueller spürt man da einfach den Untergrund. Ja, ist auch Training für den Fuß, aktiviert ihn oder ja. Also ich finde es einfach ein gutes Gefühl. Und es ist abbaubare Tasche da, wo sie da drin haben. Cool. Dann habe ich noch die Verkäuferin gefragt, die haben mit so einem Bio-Schuh, aber den stellt sie selber vor. Also der Prime Slide Bio, das ist so der nachhaltigste Schuh, den Vivo Barefoot eben bis jetzt erschaffen hat sozusagen. Die Sohle besteht eben zum Beispiel, ist da auch ein Teil Naturkautschuk mit eingearbeitet. Und das Obermaterial besteht eben aus pflanzenbasiertem Plastik. Also da werden 30% besteht der Schuh aus Pflanzen. Also zum Beispiel wird hier Mais und eben auch Algen werden da verarbeitet, um diesen Schuh zu kreieren. Ja, man könnte ihn auch testen. Die haben so kleine Testflächen da aufgebaut im Laden drin oder draußen, je nach Wetter. Und auch für Kinder gibt es so lange was zu spielen oder auch Schuhe. Ja, testet selber einfach mal aus. Nicht immer das Große kaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.